Willkommen zurück in Bergen, beziehungsweise bei der Gilde 2, die Seeräuber der Hanse. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben? Wir haben Haufen Asche gemacht letztes Mal. Wir haben 1500 noch auf der Uhr im Geldbeutel, in der Geldbörse. Damit können wir auf jeden Fall einiges machen. Ich hoffe, wir kriegen heute noch richtig Geld dazu. Wir haben Sommer 1416. Wir haben letztes Mal einen Gerichtstermin bekommen, aber ich glaube, der ist noch nicht jetzt. Wir gucken mal nach. Wann haben wir den denn? Terminbuch. Sie hat den. Doch, der ist sogar um 9 Uhr im Sommer. Dann sehen wir auch mal was anderes. Sehr gut. Der Rat von Novgorod liebt Kunst. Dieses Fest werden. Ja, okay. Genau. Dann hatten wir das Problem mit unserem unliebsamen Nachbarn hier, der wo sich auch im Rat breit gemacht hat. Die breiten sich hier so heftig aus mit Produktionsgebäuden. Es ist nicht mehr schön. Patrizier sind die auch schon. Also, ja, da müssen wir auch mal irgendwann was machen dagegen. Es kann so nicht weitergehen. Was haben wir sonst noch so für heute vor? Also auf jeden Fall halt den Gerichtstermin nicht zu verpassen, dann die Parfümerei richtig zum Laufen bringen. Dann genau das Observatorium mal auschecken. Das hoffe ich, schaffe ich heute. Vielleicht können wir uns sogar auf aufs erste Abend, so jetzt können wir uns vielleicht darauf bewerben. Frage ist, was machen wir? Jemand foltern? Also wollen wir Foltermeister dann bewerben oder Gildenvertreter? Würde schon fast sagen, wir machen den Gildenvertreter mit ihm und sie, warum auch immer, aber ich finde, sie ist besser dann für Foltermeisterin. Genau, das sind so die Pläne für heute. Schön wäre es auch noch, wenn wir das hier aufwerten können, aber das werden wir nicht schaffen. Das ist zu. Muss ich eigentlich jetzt schon fast verkaufen? Wir 121? Eigentlich schon, ne? Ach, schwierig. Ich mache es jetzt nicht, bereue es dann später wieder, aber naja, so ist halt das Spiel. So, neuen Titel brauchen wir eigentlich auch mal. Aber wie gesagt, da schauen wir erstmal. Müssen wir erstmal gucken, dass hier die Nacht vorbeigeht, damit wir. Okay, unsere ersten Angestellten laufen auf jeden Fall schon mal in die Parfümerie. Haben richtig Lust zu arbeiten. Ich hoffe auch, der stellt dann das direkt her. Der Tod eines Angestellten ist nahe. Eigentlich habe ich eingestellt, dass das Beste herstellen. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Wer stirbt denn? Marie Emmelsen. Medikus, ui. Dann müssen wir hier wohl einen neuen einstellen. Marie Hampuson, klar. Ja, die ist neu. 22, ja, perfekt. So, wie viel sind denn hier drin? Einer. Sie will ich eigentlich gar nicht behandeln da. Also die da hinten. Die hier. Die stirbt auch bald. Also sie ist auch schon alt. 76.000 Vermögen haben wir. 21.000. Ja, das, ja. Ich sag nichts dazu. Wir arbeiten uns vor. Heile Stube ist immer so. Da kommt das Geld später dann. Hier wird sich wieder geprügelt. Die Stadtgarde, oder? Ja. Da haben sie hier. Fertig gemacht. Dazu ist niemand. In vino veritas. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, ob das Schlafen überhaupt was bringt. Hier steht nicht, also hier steht zwar, nach einem harten Arbeitstag brauchst Schlaf, klar, ist ja wie im echten Leben, für neue Kräfte halt, aber da steht halt nur. Für Krankheiten und Verletzungen erholt man sich halt dann so schneller.
Aber ob man da jetzt langsamer arbeitet oder was auch immer, das weiß ich nicht. Ja, theoretisch könnte ich den Tag und Nacht durcharbeiten lassen, wenn ich es richtig verstehe. Deswegen 6 Uhr ist, der kann ruhig, ja, die arbeiten auch schon, oder? Der kann ruhig schon mal aufstehen hier. Sie kann, ja, sie muss bald zum Gericht sein, sie kann noch schlafen. Aber hier haben wir schon lange nicht mehr reingeguckt. Hier wird geackert. Wunderbar. Sollte ich das machen? Das Problem ist halt. Ja, obwohl, wir haben jetzt hier Eisen, ne? Holen wir den mal. Er ist direkt losgefahren und holt Eisen. Ja, aber ist ja in Ordnung. Sehr günstig, habe ich nachgeguckt. So, wir haben auch ein Turmzimmer jetzt. Ui. Ihr seid Okay. erwacht. Ja? Gut, Denguo er Veritas. medizinisch Pulvorium. behandeln und sie trainiert es Adua prima dabei. via. Ja. Hier kommt dann später das Observatorium rein, vermute ich mal. Genau, letztes Mal haben wir auch vergessen, das Kind in die Lehre zu schicken. Huch. Vielleicht schaffen wir es ja wenigstens, dass wir ihr ein Studium geben. Aber es kostet halt 2000. Übel teuer. Ihr müsst zum Gericht. So, hinter. 12 Eisen hat der nur geholt, ist ja nix. Da hätte er ruhig den Karren voll machen können. Aber dann können wir richtig schön hier D'Artagnan's duften. Bringt der irgendwas? Die Benutzung kriege ich Erfahrungspunkte. Okay. Tragt ihr diesen Duft auf, werdet ihr. Sorry. Werdet ihr von der Aura eines Meisterfechters umgeben? Okay, eure Ihr Kampffähigkeiten bemerkt einen werden für eine herrlichen bestimmte Duft. Zeitspanne verstärkt. Ah, okay. Und der hier ist wahrscheinlich schlechte Körperrüche überdecken. Baden meint ihr, das macht krank oder elend. Wusstet ihr das nicht? Dieses nach lieblichen Blumen duftende Wasser kann euer Ansehen bei allen Personen des anderen Geschlechts mehren, denen ihr innerhalb eines halben Tages begegnet. Theoretisch könnte man das ja Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. vom Die Dings. Rechtsprechung wurde geändert. Von einer Amtssitzung halt, ne? In London ist hart, okay. Ihr bekommt einen Kuchen geschenkt. Okay. Nicht wegen der Gerichtstermin? Naja, wir müssen eh rein, weil der geht jetzt gleich los. Dann gucken wir mal. Sie hockt auf jeden Fall hier hinten mit da. Ich weiß nicht warum. Wirklich. Warum sie da auserwählt wurde. Weiß ich nicht. Na, gucken wir mal. Um was es denn Schönes geht. Hier oben seht ihr. Kommt zur Ruhe. Wieso die anderen Erweist dem Parteien Gericht den drauf nötigen sind. Respekt. Je nachdem, welche Beweise halt drankommen, erhöht sich dann der Balken hier. So wie ich sehe, sind alle Beteiligten zugegen. Desto härter halt die Rechtsprechung ist, Dies desto schneller vorlesen geht die es. Parteien der heutigen Verhandlung. Kläger, ich erteile euch das Wort. Seid gegrüßt, soll ich? Gut, also. Gucken wir mal, was er so hat. Ich habe hier, mal sehen, ein oder zwei Beweise für die Missetaten des Angeklagten. Sie ist auf jeden Fall schon mal vorne, weil das ihr Mann ist. Offenbar könnt ihr nur mit roher Gewalt eure Interessen vertreten. Ihr habt doch tatsächlich jemanden verprügeln Sieht lassen, man. Angeklagter. Lächerlich. Eure Argumentation hält einer genauen Prüfung nicht stand. Seine eigene Frau macht ihn Fahrt bitte fertig. fort. Okay, Geldstrafe könnte er fordern. Angeklagter, ihr seid ohne Zweifel der Einbrecher, der neulich jemandes Gebäude um etliche Münzen erleichtert hat. Der Gesteht. Ursula. Okay. So langsam habe ich den Eindruck, ihr wollt euch hier nur wichtig machen. Okay. Ja, zittert ruhig. Sagt, könnt ihr euch noch an die jüngste Vergangenheit erinnern? Nein? Das ist bedauerlich, denn ich habe dem Hohen Gericht just eine Anzahl Beweise für eure Vergehen an einem Mitbürger aus eben diesem Zeitraum vorgelegt.
Okay. Unfassbar. Ui, Lust. Ein wahrlich furchtbares Verbrechen. Das steht fest. Dass sie einfach tot. Wir haben die Anklage gehört und werden die Gesetze in diesem Fall in angemessener Form anwenden. Die fliegen hier, weil er krank ist. Welches Strafmaß verlangt die Anklage? So, was verlangt er? Er ist seines Titels unwürdig. Titel. Nehmt ihn ihm weg. Was hat er für einen Titel? Bürger. Wenn ihr dies wünscht, könnt ihr euch nunmehr verteidigen, Angeklagter. Also das ist jetzt nicht so die heftigste Strafe, Gericht, bin ich ehrlich. Ich habe mich entschlossen, zu den mir zur Last gelegten Verbrechen nicht Stellung zu beziehen. Die 500 Münzen da, oder was das kostet? Eine kurze Bedenkzeit. Er parfümiert sich erstmal ein das hier. Das Gericht wird nunmehr über die Schuld oder Unschuld der beklagten Partei entscheiden. Ich würde schon sagen, dass er schuldig ist. Schuldig. Wir sind hier Dings, ne? Bürger, ein bisschen. Ja. Schuldig. Schuldig. Weg mit dem Titel. Der Angeklagte ist im Sinne der Anklage schuldig. Das Gericht stimmt der Forderung der Anklage zu. Wunderbar. Euch wird hiermit euer Titel entzogen. Ja, also mich wird es nicht stören. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Die 500 Kröten da. Das ist ja lächerlich. Am schlimmsten ist halt Pranger oder Kerker. Gut, Geldstrafe weiß ich nicht. Hiermit erkläre ich den Prozess für beendet. Die erste nicht so, die zweite können vielleicht doch reinhauen. Nee, da bin ich ja noch gut davon gekommen. Ja, wie schon gesagt, der Titel, der tut nicht weh. Ja, jetzt ist er halt wieder nur gemeiner. 500 Münzen. 500 Münzen, er hat seinen Titel wieder. Also ist was? Bringt jetzt nicht wirklich viel. Ich hab jetzt auch Libra. Dein Ernst? Ist ja richtig Dreck. Die Produktion wurde unterbrochen. Okay, das ist schlecht. Einfach Libra, Junge. Ja. Natürlich. Die Rechtsprechung wurde geändert. Kriegssitzung, Krankheit angesteckt, Aktion, Danziges Gericht, okay. Stauchter Fuß. Okay. Hier wird D'Artagnans Duft hergestellt. Hui. Da hat er sogar schon welche... Oh mein Gott, der hat gerade welche verkauft. 2,4 haben wir jetzt. Okay. Das ist natürlich... Das ist sehr geil. Denn jetzt schicken wir erstmal unser Kind studieren. So, bevor ich das jetzt vergesse. Wo haben wir es? Nee, ich drücke immer falsch hier. Ich bin auch gar nicht müde. Menno, immer ich. Die Nachfrage von einem Kontor ist erloschen. So, jetzt haben wir dieses Kind studieren geschickt. Dann er hier bekommt Charisma nochmal. Stufe 5, sehr gut. Und sie hat keinen weiteren, okay. Was ist? Das ist doch, ja, das hier ist jetzt ein bisschen verbuggt. Das kommt manchmal vor. Nicht Stufe 1, sondern Heiler schon mehr. Können ihre Patienten nicht behandeln. So, ein Tausender haben wir noch. Mache mich ans Werk. Seife, ja, schau, ich hab's gewusst. Da war wieder jemand schneller, aber ich würde es trotzdem dann in Bergen verkaufen. Für die paar Taler da nach Hamburg fahren, weiß ich. Ich brauche das Geld, ich will hier upgraden. Damit ich endlich mal die Leute da behandeln kann. Okay, sie muss Kräutertees machen, warum auch immer. Ah, weil die gerade richtig gut Geld bringt. Die Produktion wurde unterbrochen. So, weiterarbeiten. Oh, jetzt ist er... Oh ja, okay, jetzt muss ich halt nachher. Der Karren knarrt. Einmal nach Hamburg, bitte. Bin sofort da. So, dann können wir derweil
Hier weiter verbessern. Jetzt bauen wir mal das Observatorium rein. Ui, was haben wir hier? Heiligenduft, Elixier des Dr. Faustus. 1500? 1800? Alter. So, dann machen wir hier noch 20% Produktivität auf jeden Fall. Und die Brille. Genau. Können Sie das nämlich auch herstellen? Bringt nämlich auch richtig gut Geld. Macht er auch direkt. Der Karren knarrt. Wieder ein Tausender. Ach, die kaufen sich das hier direkt. Deswegen haben die sich gerade hier eingeparfümiert. Das habe ich nämlich ganz genau gehört. Ja, gerne, kauft es. So, hier sind gerade keine Leute. Deswegen gehen wir hier wieder ein bisschen quacksalbern. Divide et impera. Bringt nämlich gut Geld und Erfahrung. Genau. Das hier könnte ich eigentlich auch. Ja, nee. Bin halt immer noch am Überlegen, ob ich mir erstmal den Rang hier mich bewerben sollte. Ich glaube, das mache ich als nächstes dann, weil da hiermit fertig ist. Beziehungsweise, das kann ich direkt machen. Ja, nee, da ist gerade eine Sitzung, okay. Dann macht er das jetzt erst. 999. Hier ist gerade nichts los. Da ist noch eine. Da ist da jemand, aber es wurscht. Ein Kontor kauft Material zum Gebäudebau an. Ja, die mit ihrem Baumaterial da. Alter, wie viele Leute da wieder stehen. Was ist? Ich glaube, das hat auch mit seinem Skill hier zu tun. Einerseits mit dem Gunstbonus und hier vielleicht bestechen oder so? Weiß nicht. Oder das hier, das könnte auch sein. Könnte ich eigentlich auch mal upgraden. Geheimwissen, aber. Die Produktion wurde unterbrochen. Hier ist wieder irgendwas mit der Lavendel. Muss aber auch mal Verbände wieder herstellen. 1900, Alter. Ah, er verkauft. Geil. Bester Mann. Das steckt man sich hier nicht, sondern. Ich weiß nicht, soll ich das upgraden? Auf jeden Fall zum Krankenhaus. Muss sein. Da hat er noch 4 Stück. Das müssen wir machen, weil wir müssen endlich mal hier Grippe und so behandeln können. Es kann nicht sein, dass wir hier so richtig hinterherhängen eigentlich. Der andere hat richtig eine Monopolstellung und wir gurken hier rum. Das geht nicht. Da werden wieder Brillen hergestellt. Also die Preise sind ein Traum. Das ist richtig, richtig gut. Für uns. Ist was? So, wie viel hat er noch? Nichts mehr. Sehr gut. Dann ab ins Rathaus. Oder? Warte mal, wie viel kostet der nächste? Der kostet zu viel, glaube ich. Dann ab, dann hier wieder rein. Oh, never mind. Wir haben gerade 4500 bekommen. Aber nicht nur durch die Seifen, oder? Da muss doch noch hier auch noch was verkauft worden sein. Nicht? Du kannst mir nicht erzählen, dass die Seifen
Gut, ich stelle es nicht in Frage. Ich nehme es einfach so hin. Ich würde jetzt einfach mal den Karren voll mit Eisen machen. Beziehungsweise ich hätte eigentlich warten können, ne? So, Krankenhaus. Genau, wir brauchen unbedingt die Medizinflasche. Okay, da brauchen wir nichts dafür. Salben. Kriegen wir die? Wundsalben. Wundsalben. Kriegen wir Wundsalben her? Die Produktion wurde unterbrochen. Muss man doch herstellen, oder nicht? Ich glaube schon. So, das Eisen ist natürlich für die Parfümerie. Kein Weg ist mir zu weit. Dann haben die schon mal was vorrätig. Dann gehen wir zu ihm. Ja, nee. Hier ist voll, dann mache mich ans Werk. Lavendel holen. Dann hier rein, Titel kaufen. Kaufen wir zuerst den Titel und dann bewerben wir uns noch. Willkommen. Ach, ihr seid es. Ist das nicht ein herrlicher Sommerabend? Wunderbar. Seht noch mal durch das Fenster da hinten, wie wunderschön die Sonne am Horizont rollt. Bei uns hat es gestern erst noch geschneit. Da habe ich erstmal blöd geguckt. War nur ein Spaß. Was kann ich für euch tun? Einen neuen Titel, bitte. Ihr wollt sicher vermittels eines höheren Adelstitels euer Ansehen verbessern, nicht wahr? Für den neuen Titel wäre dann lediglich eine geringe Gebühr. Geringe Gebühr. Ja, klar. Und nun geht, ich habe zu tun. Ihr werdet bald Nachricht erhalten. Sehr gut. So, und dann direkt noch auf ein Amt bewerben. Und zwar hierauf. Alea jacta est. Ich gehe auch erstmal durch den Tisch, damit ich dann außenrum wieder gehen kann, anstatt dass ich einfach direkt dahin wieder hingehe. Aber gut. Hier, das ist meine Amtsbewerbung. Bitte reicht sie weiter. Geil, jetzt wurde ich auch noch bestohlen. Der Stadtrat wird demnächst über die Besetzung des Amtes beraten. Erscheint bitte pünktlich zum Termin. Der hat doch also... naja. So, ab ins Krankenhaus. Ist eh schon 23 Uhr. Ja, dann geh ins Bett. So, jetzt hier erstmal Produktion. Gebäude aufgewertet. Kirchenzehnt. Auf 8%. Glaube ich gut. Der Parfümerie. Okay, über 93. Okay, jemanden beleidigen können wir jetzt. Herzlichen Glückwunsch. In seiner wahrlich großen Weisheit hat der Rat beschlossen, euch einen neuen Titel zu verleihen. Oh, Patricia Kurz. Gut. Cogito ergo. Alea iacta est. Okay. Na ja, dann schicken wir sie auch mal nach Hause. Genau, das machen wir dann nächstes Mal. Da kaufen wir uns dann auf jeden Fall die Medizinflasche. Hier müssen wir den Einbruchschutz erhöhen. Hier wurde er gerade eingebrochen. Richtig schlecht. Also, warum haben die das Symbol noch? Naja. Gut, das soll es dann erstmal gewesen sein. Wir haben wirklich ultra viel geschafft. Ardua prima via est. Lass nur gucken. Eigentlich wollte ich noch ein zweites Kind, ne? Aber da überlegen wir dann in der nächsten Folge. Genau. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir gehen hier auf Spiel speichern. Ich habe das schon mal verpatzt, nämlich. Da habe ich Spiel laden gedrückt. Dann muss ich die Aufnahme nochmal machen. So, hier. Speichern, Aufnahme, genau. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Noch einen schönen Tag. Oder je nachdem, Abend oder so. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.